Wir melden uns live von der Säufer-Weltmeisterschaft aus Dösenbüttel an der Döse. Und nun wird's nochmals spannend. Jetzt muss Werner Blau Farbe bekennen, der Ex-Europameister aus Schifferstadt. Setzt an zu einem einfachen Martini. Nein, er zögert noch. Was wird er machen? Er riskiert einen doppelten Scotch ohne Soda. Das gibt Punkte. Oha, ein gelungener Zug. Er hat jetzt 2,1 Promille. Das bringt seinen Gegner in Zuchtzwang. Hans-Georg Leber aus Flensburg kann theoretisch noch Weltmeister werden, vielleicht durch einen Banana-Flip mit Schuss. Er konzentriert sich, versucht, die Hand unter Kontrolle zu bringen und, oh, ein fataler Irrtum, der ihn den Sieg kosten kann. Malzbier. Hat er es verwechselt mit Alt? Das bringt natürlich kaum Promille. Er liegt jetzt mit 1,9 Promille weit im Rückstand. Werner Blau ist kaum noch einzuholen. Doch wer ihn kennt, den alten Schluckspecht, der weiß, dass er alles auf eine Korte setzen wird. Und das tut er auch mit einem dreifachen österreichischen Rum, 80-prozentig. Ja, ist es denn die Möglichkeit, Werner Blau reißt das Glas hoch. Er hat seinen persönlichen Rekord überboten mit 2,7 Promille und steht wie eine Eins. Aber Hans-Georg Leber gibt sich noch längst nicht geschlagen. Er setzt an zum Endspurt mit einem vierfachen Doppelkorn und... Oh, er hat verloren. Aus für Leber. Der Trainingsrückstand war zu groß. Immer wieder beschweren sich Zuschauer, weil die Gebühren für Rundfunk und Fernsehen ständig erhöht werden. Wir halten es deshalb für angebracht, einmal zu demonstrieren, wie teuer es ist, eine so gute Unterhaltungssendung wie Bananas zu produzieren. Nehmen wir unsere vorige Szene. Die Grundidee kostete noch am allerwenigsten. Sie wurde geklaut. Doch es musste ein Drehbuch geschrieben werden. DM 500. Die Schauspieler verzichteten auf eine Gage, weil ihre Rolle sonst ein anderer gekriegt hätte. Es wurde eine Kneipe für die Redaktion gemietet. DM 600. Die Anzüge der Schauspieler entwarf Holger für DM 3600. Das Kostüm der Dame im Hintergrund berechnete Kurt Lagerfeld mit DM 2000. Bier, Schnaps und Mineralwasser für Darsteller und das ganze Team. DM 7236. Reinigungskosten der Kneipe inklusive Ersatz für Mobiliar nach einem kleinen Streit über die Höhe der Rechnung DM 3200. Macht zusammen DM 17136. Dazu kommt noch der Anteil der Verwaltungskosten von der Sekretärin bis zum Intendanten. DM 62866. Zuzüglich Rentenansprüche anteilig DM 12.416. Macht zusammen DM 92.418, geteilt durch 33 Sekunden, das heißt 2.300 Mark pro Sekunde. Geteilt durch ca. 10 Millionen Zuschauer, macht für jeden Zuschauer 0,2 Pfennig pro Sekunde. Das ist doch nun wirklich nicht viel, oder? Wenn Ihnen das unsere Sendung nicht wert ist, schreiben Sie bitte an den WDR. Nein, wir wollen keine Bananas, wir wollen lieber DM 13 im Bar. Legen Sie 5 Mark in Briefmarken an bei, wir zahlen dann aus, solange der Vorrat reicht.